Was passiert eigentlich bei Turbulenzen im Flugzeug? Eine der Möglichkeiten, das Flugzeug kommt so und es gibt eben in der Luft sehr eng beieinander, zum Beispiel in Wolken, starke Aufwinde, zum Teil bis zu 100 Kilometer pro Stunde und mehr und daneben auch starke Abwinde. Und weil das Flugzeug doch relativ schnell fliegt, begegnet es doch in sehr kurzer Zeit eben Situationen, wo der Wind tierisch von unten oder oben kommt und umgekehrt und wird dann entsprechend durchgeschüttelt. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wenn man sich das jetzt wieder von oben anguckt, dass es sehr schnell Richtungsänderungen gibt bei der Windrichtung und entsprechend auch hier Turbulenzen im Flugzeug, was es auch öfter mal gibt. Windrichtung bleibt zwar gleich, aber sehr unterschiedliche Windgeschwindigkeiten auf kurzer Strecke, auch das führt zu Turbulenzen. Was es allerdings nicht gibt, okay, man kann sagen, das ist einfach irgendwie der Volksmund, aber es gibt keine Luftlöcher. Wenn jemand sagt, hu, da sind wieder Luftlöcher, alles Blödsinn. Die Luft hat keine Löcher, das würde sofort gefüllt werden, aber muss auch nicht gefüllt werden, weil es es einfach schlicht nicht gibt. Und die Flugzeuge halten das aus, aber, das haben Sie auch schon bemerkt, neuerdings soll man sich immer anschnallen, sobald man sitzt. Und der Grund ist dafür, man weiß eben nie genau, wann so eine Turbulenz kommt. Das muss nicht immer an Wolken festgemacht werden. Und entsprechend hat es Situationen gegeben, an denen es tierische Turbulenzen gab. Und dann klebten dann Fluggäste mehr oder weniger an der Decke. Und entsprechend möchte man das heute vermeiden. Was wichtig ist noch, wenn Sie mit kleinen Kindern reisen, all diese Lösungen, an denen die Kinder keine eigenen Sitze haben, sind sehr unsichere Lösungen. Also mit diesen auf dem Schoß halten und vorne liegt es dann in der Krippe. Wenn mal wirklich eine grobe Turbulenz kommt, dann ist die Krippe zwar noch immer noch an der Wand, aber das Kind ist irgendwo im Flugzeug und in einem nicht angemessenen Zustand. Deswegen, wenn Ihnen Ihr Kind lieb ist, gibt es eigentlich nur eine Lösung. Es gibt zugelassene Autositze, die man auch ins Flugzeug nehmen kann. Informieren Sie sich bei Ihrer Fluglinie. Sie müssen einen eigenen Sitz buchen für kleine Kinder. Alles andere ist einfach mehr oder weniger russisches Roulette-Spielen mit den Turbulenzen. Ich habe auch keine Aktien bei irgendeiner Fluggesellschaft, deswegen kann ich Ihnen das mit gutem Gewissen sagen, ist einfach so. Das heißt, die sichere Methode ist auch mit kleinsten Kindern, auch unter 2 Jahre, wirklich einen eigenen Sitz buchen, dort ins Autositzchen und dann wird alles gut sein, auch am Ende. Und tschüss.